Herr Professor Lambsdorff, Sie sind ja im Grunde verantwortlich dafür, dass wir heute hier sind. Wir haben die Geschichte vorhin schon einmal ein bisschen angeklungen gehört. Bereits zu Lebzeiten haben Helmut und Loki Schmidt, das war im Jahr 2007, der Hochschule ihre 2500 Platten vermacht. Und Sie sind damals im Sommer 2007 mit Ihrem kleinen Lupo, Ihrer Frau und drei Ihrer fünf Kinder in den Neuberger Weg nach Langenhorn gefahren. Loki Schmidt hatte Obstkuchen gebacken, Helmut Schmidt kam die Treppe herunter. Was passierte dann? Also um den genauen Ablauf dieser Geschichte ranken sich jetzt schon ganz viele Legenden. Ich habe meine Tochter gestern nochmal gefragt, wie es denn nun eigentlich genau war. Also erstmal hat Manfred Lahnstein, der bei uns ja auch Professor im Kulturmanagement-Institut ist, der hatte mir gesagt, Helmut Schmidt kann überhaupt nichts mehr hören, der möchte einfach unbedingt seine Schallplattensammlung ausräumen und losräumen und er würde sie gerne der Musikhochschule spenden. Und ob wir dafür Verwendung hatten, und da habe ich natürlich sofort gerne Ja gesagt und habe gesagt, ich fahre dann mal dahin und hole das ab. Und dann, weil ich einfach eine Schallplattensammlung, da hatte ich jetzt keine so klare Vorstellung, wie groß das ist, dann bin ich tatsächlich mit dem kleinen blauen Lupo, in der Zeitung stand, es wäre ein Micra gewesen oder Nissan, das ist auch meine Schuld, weil ich kann Menschen sehr gut unterscheiden, aber Autos nicht, und dann habe ich das falsch gesagt. Also es war ein blauer Lupo, meine Frau hat es nochmal bestätigt. Wir sind dann da hingefahren und zunächst mal erstmal meine Tochter und ich nur alleine. Und dann haben wir dieses Haus gefunden, sind an dieser kleinen Polizeistation vorbeigegangen, haben an der Haustür geklingelt. Und es hat gestern Felicia nochmal gesagt, dass sie so erstaunt war. Da kamen keine Bediensteten, da kam nichts, was auf zeitgeschichtliche Gestalten irgendwie hinweisen würde, sondern da kam leichtfüßig Loki Schmidt und sagte, wir sollen doch reinkommen. Und dann setzten wir uns erstmal an einen Kaffeetisch und Helmut Schmidt kam auch die Treppe herunter. Und wir hatten auch keinerlei Fotografen oder irgendwas mitgebracht, sondern wir sind einfach hingegangen, um Platten abzuholen. Und dann setzten wir uns an einen Tisch und es war wirklich, für mich wird unvergesslich sein, ich könnte lange darüber erzählen, weil es einfach ein Besuch war, wie ein Besuch bei guten alten Freunden, in dem sie sich nach den Kindern erkundigten, nach uns erkundigten und so vollkommen natürlich von den Begegnungen mit Giscard d'Estaing, als ob ich den selbstverständlich auch kennen würde, und so, dass auch mein Nachbar irgendwie wäre, über die großen Linien der Politik bis hin zur Plattensammlung. Ich weiß nicht, ich erzähle das jetzt zu Ende oder erstmal. An dieser Stelle, wie hat sich der musische Helmut Schmidt ihm gegenüber dort geöffnet? Naja, indem er dann mit uns zu dem Regal oder den Regalen gegangen ist, in denen diese Platten standen. Und dann sah ich schon, ein Lupo, hellblau war er auf jeden Fall, dass wirklich wahrscheinlich irgendwie nichts werden wird mit dem Abtransport, weil das richtig viele waren. Und der musische Mensch Helmut Schmidt war dann das hat gedauert, weil er jede Platte in die Hand nahm. Jede Platte, es waren am Ende 2500 Stück, grob geschätzt. Sie sind jetzt hier unten in unserem Archiv. Er nahm jede in die Hand. Er hatte für jede Schallplatte, also nicht alle 2000, aber gefühlt war es doch so. Und erzählte, da war eine Signatur, die eine war Loki geschenkt worden, die andere ihm. Es taten sich große menschliche Zusammenhänge auf. Und an dieser Schallplattensammlung zeigte sich, was ich nachher wurden zwei Tage, das erzähle ich vielleicht, wenn andere auch mal zu Wort gekommen sind, ging er bei jedem Thema so in die Tiefe, dass man merkte, das war nicht einfach nur irgendwas, sondern jedes Stück, jede CD, jede Situation hatte in dem Moment eine wirklich fundierte und tiefe Bedeutung. Jetzt mache ich aber mal einen Punkt. Aber den Abtransport, den verraten wir noch nicht, der 2500 Schallplatten. Herr Professor Rexroth, Sie sehen sich selbst als Ermöglicher und als Vermittler. Sie haben den Dirigenten Kent Nagano vor mittlerweile 20 Jahren nach Deutschland geholt, mittlerweile ja auch in Hamburg. Und für das Buchprojekt von Kent Nagano Erwarten Sie Wunder
sind sich Kentner Gano und Helmut Schmidt begegnet. Sie waren bei diesem Gespräch dabei. Wie nah sind sich diese beiden Herren, Helmut Schmidt und Kentner Gano, bei diesem Austausch über die Künste gekommen? Ja, um das Letzte anzusprechen, das ist nicht ganz einfach. Und das beginnt bei der Begrüßung, denn Helmut Schmidt hat sofort Herrn Nagano und mir eine Zigarette angeboten. Und Nagano ist ein Raucherfeind, kann man fast sagen. Also er meidet jede Nähe. Aber Helmut Schmidt hat dann sehr höflich darum gebeten, hier bei unserem Gespräch rauchen zu dürfen. Und das ist dann auch passiert. Und das war ein Gespräch insgesamt über anderthalb Stunden, ununterbrochen, immer bei der Sache. Und das war dann doch in vielen Einzelheiten auch sehr persönlich, was Nagano betrifft. Er hat sich nach der Familie erkundigt, nach der Tochter von Nagano, die Klavier spielt. Und er hat sich sehr intensiv danach erkundigt, wie das mit den Reisen ist eines Dirigenten. Heute mal da, morgen dort, immer wieder in anderen Hotels und so weiter. Und hat sich dazu natürlich auch sehr, sehr kritisch geäußert. Aber wir sind mit einer unglaublich positiven Stimmung aus diesem Gespräch herausgegangen. Natürlich auch, weil wir das Gefühl hatten, Helmut Schmidt hat uns doch eine ganze Menge sagen können. Was verband denn die beiden Männer? Zum Beispiel der Auftrag, die Künste dauerhaft für die Gesellschaft zu erhalten? Ja, also wenn Sie mir gestatten, vielleicht einen Bogen zu schlagen über das ganze Gespräch. Das hat sich am Anfang sehr intensiv gekümmert um sehr konkrete musikalische Dinge, um die Geschichte der Musik und endete dann bei einer allgemeinen Betrachtung über Gesellschaft und Kunst und Musik, auch immer wieder mit dem Ausblick auf die Politik, vor allem bei Helmut Schmidt ein ganz großes Bedauern, was er mehrfach geäußert hat, dass leider aus der Politikerszene diejenigen immer weniger werden, die sich für die Künste tatsächlich substanziell oder essentiell kümmern und damit auseinandersetzen. Das war bei ihm ein ganz, ganz großes Bedauern. Wir haben sehr viel gesprochen über das Thema Tradition. Wir haben ihm die Frage gestellt, wie sehen Sie das in einer Gesellschaft, nämlich sich zu Traditionen zu bekennen und ein Erbe zu pflegen und dafür alles einzusetzen. Und da hat er ganz ausgesprochen, ganz deutlich dezidiert gesagt, ja, unbedingt. Herr Herms, mit Ihnen in Zusammenarbeit hat Helmut Schmidt die Musik für seine eigene Trauerfeier bzw. seinen eigenen Staatsakt im Voraus detailliert geplant. Der Staatsakt wurde ja dann im November 2015 in Michel aufgeführt mit Kent Nagano als Dirigenten. Ein großer Wunsch von Helmut Schmidt war das. Herr Herms, worauf legte Helmut Schmidt bei der Auswahl der Werke für diesen Staatsakt Wert? Ja, das war schon eine etwas bemerkenswerte Situation, dass ein alter Mensch noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte systematisch sein Haus bestellte. Und wir erörterten den Ablauf einer möglichen Trauerfeier, den Zeitpunkt wir nicht kannten. Und ihm war es bei der Musik wichtig, zu einer Kombination zu kommen. Einerseits der Raum, die Michaeliskirche in Hamburg, über den wir gesprochen hatten, dass das der ideale zentrale Trauerfeierraum wäre, unter ja, zahlreichen Möglichkeiten sonst in Hamburg. Das war für ihn schon einmal eine wichtige Kombination von Staat, Kirche und Musik. Bei der Musik dann eine ganz eindeutige Orientierung an den, sagen wir, an den klassischen Kantatenschatz der protestantischen Kirche. Und was mich beeindruckte, war, dass er die Hintergründe der angesprochenen Musikstücke kannte. Und dass es ihm auch wichtig war, wenn man so will, dass es passte.
passte insofern, dass es Dinge waren, die ihm selber am Herzen lagen, von denen er aber auch wusste, dass sie für ein potenzielles Publikum einen Bezugspunkt mit sich bringen würden. Und wir haben nun heute ganz viel über Helmut Schmidt und klassische Musik gehört. Was mich sehr bewegt hat, war, dass wir jenseits, sagen wir mal, des klassischen Kanons der Kantaten, die dort aufgeführt wurden, ja dann, wie wir eben auch nochmal in Erinnerung gerufen bekommen haben, von Kent Nagano dirigiert, er diesen einen Schlenker zum Schluss hatte, nämlich nicht, wenn man so will, die schwergewichtige Klassik, sondern dieses vertonte Gedicht Ich wohl wie wen noch klein Johann. Und jetzt auch in Vorbereitung des heutigen Tages ist mir nochmal deutlich geworden, das war der Bezug zur eigenen Biografie, das war der Bezug zur Musik in der Familie. Und ich glaube, diesen Bogen sollten wir hier auch einfach nochmal in Erinnerung rufen. Er war ja kein, wenn man so will, gelernter Musikfreund, sondern er ist damit aufgewachsen und hat immer wieder ganz deutlich gemacht, dass er dadurch geprägt wurde. Und dieses gewisse Bedauern, dass Musik im gesamten Erziehungswesen eine nach seiner Wahrnehmung abnehmende Bedeutung hatte, das kam, wenn man so will, in der Gestaltung dieses möglichen Trauergottesdienstes sehr stark durch. Und ja, das Ganze wurde unterlegt, Herr Rexroth, von ganz vielen Zigaretten. Aber Herr Hans, Helmut Schmidt spielt ja bis zum Schluss Klavier in seinem Haus in Langenhorn, obwohl er sie nicht mehr hören konnte. Verzeihen Sie mir diese Frage, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Hat er diese Musik noch gespürt vielleicht? Das hat er tatsächlich selbst so erläutert, dass er mit zunehmend abnehmendem Gehör noch eine lange Zeit selber spielen konnte, obgleich er, wenn man so will, selbst das, was er selber spielte, nicht mehr unmittelbar hören konnte. Aber ich glaube, das ist auch nicht so unglaublich verwunderlich. Jeder, der mal ein bisschen Musik gespielt hat, weiß, dass man Musik, wenn man so will, nicht nur mit den Ohren aufnimmt, sondern mit dem ganzen Körper. Aber das war für ihn für eine lange Zeit noch eine Möglichkeit, Musik, die er selber spielte, zu empfinden. Es fiel ja hier schon mal das Wort, dass er nicht nur darunter gelitten hat, dass er Musik nicht mehr richtig hören konnte, sondern umgekehrt, dass Musik plötzlich nur noch irgendwie wie ein Störgeräusch auf ihn eindrang, worunter er besonders gelitten hat, weil einfach dann auf die Weise so der emotionale Abriss erfolgte. Er hatte auf die Weise zu aufgeführter Musik keine Möglichkeit der Beziehung mehr. Aber selber am Klavier hat er es noch sehr lange verspürt, wobei das dann irgendwann auch nicht mehr möglich war. Was er für eine der, wenn man so will, der zentralen Altersgebrechen empfand. Herr Professor Lambsdorff, nun lagen da diese 2500 Schallplatten im Neuberger Weg in Langenhorn und vor der Tür stand der blaue Lupo. Beschreiben Sie bitte nochmal den Moment, als Sie diese Platten versucht haben einzuladen. Naja, wir sind dann immer wieder mit einem immer wieder neuen Stapel der besprochenen und gesichteten Platten da den Weg durch den Garten bis raus an die Straße zu dem Auto gegangen. Das wurde immer voller und die beiden Polizisten, die da ihren ruhigen Job schoben, um Helmut Schmidt zu bewachen, die guckten dann etwas bedenklich um die Ecke, als dann dieser Lupo allmählich solche X-Beine bekam und man merkte, das klappt alles nicht. Also bin ich dann wieder, als ich eigentlich losfahren wollte, da war ein Drittel oder so dieser Plattensammlung eingepackt, bin ich wieder zurück, habe wieder geklingelt und habe dann Schmitz gesagt, dass das irgendwie so nicht klappt. Und also haben wir uns, also wir sind dann mit diesem Lupo nach Hause gefahren und haben uns für den nächsten Tag wieder verabredet. Und ich versuche es wirklich auf den Punkt zu bringen, was so interessant war, dass sowohl Loki Schmidt, die mich genauso beeindruckt hat wie Helmut Schmidt, als auch Helmut Schmidt in diesem Termin, wo es ja darum ging, diese Plattensammlung abzutransportieren,
präsent waren, wie man sich vorstellen konnte bei jeder wichtigen anderen Verhandlung oder irgendeinem Ereignis, was in seinem Leben in einer ganz und auch von einer ganz anderen Bedeutung waren. Die waren so präsent, ob das beim Kaffee und Kuchen war, ob das beim Rundgang durch das Haus, wo über jedes Bild gesprochen wurde, als ob es jetzt darum ging, wenn über diesen Urwald, den sie an dem See in Schleswig-Holstein angelegt haben und über die seltenen Pflanzen ging, ob es um die Zukunft meiner Tochter, die gerade drauf und dran war, nach Namibia zu gehen. Es war eine solche Präsenz dieser Menschen zu spüren. Und das ist für mich die wesentliche Brücke zur Musik. Die Fermate über der Gegenwart und nicht, dass wenn ich jetzt hier bin, eigentlich mit meinen Gedanken schon beim nächsten Termin oder bei dem nächsten Problem, sondern wirklich jetzt und hier. Und das hat für mich diese Begegnung so tief eindrucksvoll und so menschlich gemacht. Also am nächsten Tag haben wir dann einen schwarzen Volvo V70 noch geholt. Nochmal den Lupo und noch zwei weitere meiner 5 Kinder. Und dann haben wir irgendwie den Plattenabtransport bewältigt. Hat es der Lupo anschließend durch den TÜV noch geschafft? Er hat es durch den TÜV geschafft. Er ist jetzt nicht im Helmut-Schmidt-Museum oder so, aber jetzt haben wir wirklich einen kleinen. Was ist jetzt? Ein Mikra haben wir, glaube ich, jetzt. Nee, nicht ganz. Herr Professor Rexroth, auch an Sie habe ich noch eine Frage. Sah Helmut Schmidt auch die Politik in der Pflicht, die Musik und die Künste für jeden Menschen in diesem Land und auch in dieser Welt zu erhalten? Also welche Aufgabe hatte die Politik für ihn dabei? Ja, wie ich vorhin schon andeutete, er hat das außerordentlich bedauert, dass unter der Zunft der Politiker es immer weniger werden, nämlich Leute, die sich für die Künste interessieren und dafür auch etwas tun. Dieses Bedauern, das war wirklich durchgängig in diesem Gespräch, kam immer wieder zum Ausdruck. Aber er hat gesagt über die Zukunft, das fand ich sehr, sehr ehrlich, er hat auch über verschiedene Sachen immer wieder gesagt, was die Zukunft betrifft, kann ich nichts sagen. Also da bin ich überfordert. Ja, wahrscheinlich rührt das auch her aus einem Erfahrungsgrund, dass tatsächlich in der Geschichte, und er hat sich ja mit Geschichte ganz außerordentlich auch mit Musikgeschichte beschäftigt, dass da dieser Erfahrungshintergrund eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Aber wenn Sie mir gestatten, ich würde noch ein Wort sagen zu dem, was Sie, Herr Harms, angesprochen haben, nämlich: Er hat sehr bedauert, dass er nicht mehr hören konnte. Und er hat das in grässlichen Ausdrücken auch zur Anschauung gebracht, ja, was da bei ihm vorgeht. Aber aus diesem Gespräch ist hervorgegangen, dass die Auseinandersetzung mit Musik bei ihm sich im Denken vollzogen hat. Er hat Musik und gewisse Probleme der Musik hat er gedacht, ja. Deswegen, wir haben auch sehr, sehr viel über die griechische Philosophie gesprochen, über die Musikphilosophie und dann vor allem über Bach. Und das war hochinteressant, Herr Brosper hat das heute schon angedeutet, nämlich diese Brücke schlagen zwischen Musik und Politik, Politik im Sinne von Demokratie. Und er hat beispielsweise, und da war ich, ich bin Musikwissenschaftler von Haus aus und hatte in meiner Studienzeit ein Schwergewicht auf Theorie. Und da war ich wirklich über diese kompetenten Äußerungen war ich absolut verblüfft. Er hat sich nämlich geäußert über das Orchesterspielen, über die Ungenauigkeiten bei den Streichern, dass keiner praktisch denselben Ton spielt. Jeder spielt etwas anderes. Aber am Ende verbindet sich das. Im Musikmachen sah er gerade im Kollektiv immer eine kompromissbereite Einsatzkraft. Ja? Und da hat er den Bogen geschlagen zur Politik, zur Demokratie, die für ihn im Grundsatz des Kompromisses wurzelt. Und er hat dann am Schluss tatsächlich, ich habe mir das noch mal rausgeschrieben, ohne den Willen zum Kompromiss ist eine Demokratie nicht möglich. Und das wohltemperierte Klavier von Bach ist ein Vorbild
für den Kompromiss. Das hat er wörtlich gesagt in diesem Gespräch und das fand ich doch, diese Verbindung, ganz, ganz verblüffend. Herr Herms, wenn Sie an den musischen Helmut Schmidt denken, als was wird er Ihnen auf diesem Gebiet in Erinnerung bleiben? Ich glaube, es ist der Bereich, den Herr Rexroth eben angesprochen hatte. Diese wirklich bemerkenswerte Verbindung von Musikkenntnis, aber nicht nur als, sagen wir, ästhetischer Genuss, sondern Musik als Teil eines, man kann schon sagen, eines gesellschaftspolitischen Konstrukts. Die Äußerungen von Schmidt zu seinen Begegnungen mit Bach, dass er 1975 in der Thomaskirche in Leipzig dann in unglaublich bewegenden Worten darstellt, erstens das Erleben von Musik und gleichzeitig die Reflexion zum Beispiel des Verhältnisses zur Nation, dass er in diesem Kontext so gesagt hat, selten hat er so gespürt, ein Deutscher zu sein. Das finde ich ist etwas, was wirklich bemerkenswert ist und die Kombination dann wiederum auch der Bedeutung von Musik im Erziehungswesen, dass er immer wieder darauf hingewiesen hat, wie wichtig nicht nur die familiäre Prägung, sondern die Prägung in Richtung Musik in der Schule gewesen ist. Also das, was Sie auch schon ansprach, dass die Elemente von Gemeinschaftlichkeit, die im gemeinsamen Musizieren sich dann konkretisieren. Das ist das, was für mich so bemerkenswert ist, dass das eben kein, ich will mal sagen, kein Freizeitvergnügen war, sondern das war ein Element von des Verstehens von Gesellschaft. Insofern reiht sich das ein in diesen ununterbrochenen Versuch von Schmidt, Gesellschaft zu verstehen und über das Verstehen von Gesellschaft dann also eben doch auch möglicherweise weiterzuentwickeln. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, Herr Professor Lambsson, Herr Professor Rexroth, Herr Herms. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Bleiben Sie noch einen kleinen Moment bei mir. Wir hören nun noch einmal Solisten der Hochschule für Musik und Theater. Und zwar spielen Hubert Rutkowski und Xi Jinping. Ich hoffe, Sie verzeiht es mir, wenn ich Ihren Namen falsch ausgespielt habe. Mozarts Larghetto und Allegro S-Dur für zwei Klaviere. Das ist ein Fragment, das der US-amerikanische Musikwissenschaftler und Pianist Robert Levin vollendet hat. Ich wünsche Ihnen noch einmal viel Vergnügen.